So, da sind wir dabei. Silent Hill Downpour im Duschraum. Wir haben beim letzten Mal eine wilde Fahrt durch die Innereien des Centennial Building hinter uns gebracht und haben einiges an abgefuckten Scheiß gefunden. Wir haben uns mit DJ Riggs getroffen, der aber irgendwie, ja, genauso wie die Polizistin, verschwunden ist. Und ich versuche einfach zu verstehen, was hier vor sich geht, was hier unten abgeht, wo ich gerade bin vor allem. Oh, komm schon, nicht schon wieder. Bitte nicht. Hau um. Verdammt, immer dieses, keine Ahnung, was hier dabei ist. Oh Gott. Auch noch sowas, ja? Ja, da ist ein Loch im Boden, super. Exit klingt gut. Exit klingt sehr, sehr gut. Oh, what the fuck? What the fuck war das gerade? Was war das für ein Typ mit dem Hammer? Oh mein Gott. Also ich bin ja wirklich abgehärtet, was Survival-Horror-Games angeht. Und dieses Spiel ist ganz, ganz anders als irgendwie, weiß nicht, nicht anders als die anderen Silent Hill-Teile, aber dieses Spiel geht noch viel, viel mehr auf Psyche. Im Sinne von nicht mal Dunkelheit, das ist ja das Krasse. Sondern einfach von sowas. Was zum Teufel? Das ist einfach genial. Ich muss sagen, ich laufe hier auch eigentlich 90% der Zeit mit der Gänsehaut durch. Also das ist wirklich krass. Was die Atmosphäre angeht von dem Spiel. Wo sind wir hier gelandet? Rollstühle und... Was ist das? Oh Gott, das ist eklig. Ihr schaut mich auch noch an dabei. Oh Mann, findet das geil? Oh, crap. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt ins Gesicht kriegen. Von mir aus. Wie steht's eigentlich um meine Energie? Kann ich auch mal ganz kurz schauen. Na gut, knapp 70. Wow, what the fuck? Nein. Um Gottes Willen. Ich schmeiße die Waffe nicht weg. War die falsche Taste. Okay, also hier kann ich auch nicht reingehen. Mal gucken, dass ich hier irgendwie durchkomme und nun mal einen Überblick kriege, wo ich hier bin. Wie ich hier wieder rauskomme vor allem. Was zum Teufel das für Viecher sind? Die spritzen einfach mit Blut aus ihrem Bäuchen und... Das ist schon ziemlich eklig. Ich meine, schaut euch das mal an. Okay. Ich gehe aber trotzdem nochmal nach da hinten, weil ich möchte nicht irgendwie was verpassen vielleicht oder irgendwas liegen lassen. Ah, oh, komm schon. Der war cheap. Wie oft macht er das denn? Einmal und dann zweimal oder so. Also ich glaube, hier gibt es nicht wirklich was. Gut, ich gehe wieder zurückkommen, bevor ich jetzt zu weit wieder backtrack und dann einfach wieder vorne rauskomme. Oh mein Gott, ich sollte mich mal ganz kurz heilen. Ich habe 5 Stück, das ist okay. Kannst dir einen gönnen. Müssen deine Klamotten ja wieder sauber werden, ne? Na gut, muss ich auch mal versuchen, mit einem Medkit zu waschen. Ob das funktioniert? Ich weiß ja nicht genau. Wie mache ich das? Halt, hier war ein Schalter neben der Tür. Ein Hebel, Entschuldigung. Das ist definitiv kein Schalter. Aha. Okay. Zahnräder auch noch, ja? Durch Zahnräder, sondern... Was auch immer. Ventilatoren vielleicht? Ja, was soll das darstellen? Klingen. Ich soll auf jeden Fall nicht da runterfallen. Ich glaube, das will es mir damit vermitteln. So von wegen, ey, Alter, Fall... Ja, oh Gott. Echt jetzt? Ich glaube, das ist eine scheiße Idee. Ich gehe mal ganz kurz... Oh, schau mal, ein Medkit. Sehr gut. Gut, dass wir hier reingeschaut haben. Der fällt doch gar nicht. Naja, du fällst nie auf mich, habe ich recht. Ah, du bist ein Bullshitter. Trotzdem laufe ich nicht unter dir. Oh nein. Oh nein, das ist kein gutes Gefühl, unter so einem riesen Metallkäfig zu stehen. Komm schon. Oh, fuck, Boxy.
Straße nieder, Mann. In your face. Das war für den Fleck auf meinem Shirt. Dieser durchgestürmt kam, Mann. Oh mein Gott, was Ausschlag. Er ist allergisch gegen Bullshit, ja, es tut mir leid, das verstehe ich auch. Was war das denn? Ich habe leider immer noch nicht rausgefunden, wie man die Waffe wegsteckt. Oh, Jesus Christ, nein! Das war die falsche Taste. Wie zum Teufel stecke ich meine Waffe weg? Ich weiß, dass man sie halftern kann irgendwie. Ah! Ah! Okay. Kann ich sie auch komplett wegstecken und nicht nur das Zippo rausholen? Irgendwie. Oh ja, okay, das war jetzt nicht so schwierig, wie ich gedacht habe. Einfach nur nach links drücken. Gut, okay, nee, das ist nämlich ganz gut, weil dann kann ich auch einfach die Gegenstände in der Umgebung mitnehmen und die Pistole eben auch noch dabei haben. Das heißt, so ein bisschen auf Nahkampf gehen, ein bisschen Munition sparen, weil ich nicht weiß, wie viel Munition hier rumliegt und ja, ob ich noch am Ende vielleicht viel, viel mehr brauche als bisher. Da ist einer drin. Ich hab's gesehen. Oh. Oh shit. Sammel deinen Stuhl auf. Okay. Oh. Oh, wie ein verdammter Luchador. Mit einem Stuhl. Oh Gott, der ist aber scheiße. Gott, ist der Stuhl scheiße. Geh mal das da. Feuerlöscher. Richtig schlimme Feuerlöscher ins Gesicht, ha? Huh? Oh, Alter. Du bist echt aggressiv, Mann. Komm schon. Komm her. Oh Mann, natürlich genau im falschen Moment wieder. Ey, sag mal. Du bist eine Bullshitterin, Mann. Du gehst mir auf den Sack. Ich schlag das Gesicht an mit diesem Scheißverlöscher, Mann. Ja, okay, sie verschwindet. Sie ist tot. Mann. Diese verdammten Gegner, ey. Die haben auch immer, immer wieder das Glück, mich zu treffen. Verdammte Scheiße, es gibt's nicht. Also das Nahkampfding ist nicht schwierig. Ich stelle mich vielleicht einfach nur ein bisschen blöd an. Ich weiß auch nicht. Aber es ist extrem Timing. Also wirklich, da muss man wirklich drauf achten, was man macht. Hier kann ich ein Bild drehen, das hatten wir ja schon mal. Aber hier sollte ich vielleicht auch ein Bild drehen, weil ich möchte nicht in diese komischen Dinger da runter und zu Hackfleisch verarbeitet werden. Dann von irgendwelchen Untoten gewanscht werden. Das ist uncool. Ah. Das ist natürlich besser. Jetzt werden wir sie durchlaufen. Okay, gehen wir mal weiter. Habe ich jetzt einen Besenstiel mitgenommen? Oh, verdammt, warum habe ich einen Besenstiel mitgenommen? Okay, es speichert. What the fuck, was geht denn hier ab? Clock Tower, ein verdammt großes Uhrwerk. Ah, okay. Boah, verdammt. Ah, es war gar nicht so schlecht, aber... Oh ja, das war gut. Und jetzt, wohin führst du uns, Zeiger? Nach oben. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Das hat man jetzt auch noch nicht wirklich in einem Silent Hill Game gesehen. Zumindest nicht, dass ich mich erinnere. Oh, okay. Jetzt muss ich balancieren auf diesem Ding. Steht ja, übertreib's halt mit der Geschwindigkeit. Also, ich wisch nicht auf, wenn Murphy kotzen muss. Okay, wir arbeiten uns mal vorne zum Schwänzchen vor. Ja, zum Schwänzchen. Zur Spitze. Oh, okay, okay. Okay, sind wir jetzt da, wo wir hin wollten? Was geht denn da vorne vor sich? Wir sind auf jeden Fall weiter. Das ist schon mal gut. Ich nehme es jetzt mal positiv. Und denke, das ist gut gemacht. Ich klopfe mir auf meine eigene Schulter. Ja, ja, das hast du gut gemacht. Diese bedrohliche Zeiger von hinten, so, ey, mach keinen Scheiß, oder weiß, was passiert, Mann. In den Nacken. In den Nacken, ungeschützt. Okay, also es ist, Uhrwerk-Time, wie es aussieht. Wow. Fliegt verdammt viel Zeug rum. Muss irgendwo Luft sein. Ein Windhauch. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Oh Gott, sowas auch noch? So geschickt sicher als bin ich ja gar nicht gewöhnt hier.
Eppa, das haben wir gut gemacht. Das konnte ich ja bei Alice gut genug üben, solche Dinge. Und jetzt. Okay, das ist recht simpel. So, hier feines Flintmunition. Und Pistolenkugeln. Awesome. Awesome. Munition ist immer was Feines. Ich habe noch keine Flinte. Habe ich die Flinte vergessen? Fuck. Ich hoffe mal nicht. Na, hier liegt auch nichts. Okay. Okidoki. Ja, das war gut. Richtiges Timing gewählt. Wow. Wow. Wow, what the fuck? Oh, oh mein Gott. Was ist das für eine extrem geniale Umgebung? Wow. Who are you? Nein, die Frage ist, wer bist du, Alter? Okay. Ey, auf wegzurollen. Mann, der Typ ist extrem unfreundlich. Komm, da muss der wohl... Oh, shit, okay. Okay, Rutschpartie. Wir sollten nicht zerteilt werden, von irgendwelchen Messern getroffen werden, oder... Was, wer... Hä? Okay. Au. Oh. Oh Gott! Holy shit, Riesenmesser. Da lang. Murphy. Oh! Okay, ich dachte gerade, es hat mich erwischt. Ja, wem die Stunde schlägt, ja? Gerade mit einem kleinen Jungen gesehen, mit seinem Bruder vielleicht, mit einem Kind. Danach wurde er gefangen genommen. Also wird er für den Tod von diesem Jungen verantwortlich gemacht, wie es aussieht. Deswegen hat er auch in dem Gespräch mit wie hieß er, Slater, der Bulle, der einen Seemannsköpfer gemacht hat in Devil's Pitman, dieser awesome Typ, der eine 9,8 von mir gekriegt hat, hat er auch nochmal explizit wirklich gesagt, ich habe niemanden zu Schaden gebracht und schon gar nicht Kinder, irgendwie so sinngemäß. Gut, und dann ist es wahrscheinlich auch dieses Bild, das wir gefunden haben, bevor wir in das Apartmentgebäude gegangen sind, das heißt, wo wir relativ frisch noch in Silent Hill waren, wo wir mit der Harpune die Leiter runtergelassen haben, das ist dann wahrscheinlich auch, ich habe es im Nachhinein nochmal angeschaut, das Bild, ja, es ist höchstwahrscheinlich ein kleiner Junge, der gefesselt ist. Morgan Freeman! Got something for you. Sie haben Post. From St. Maria's, the old orphanage up there on the hill. Okay. This can't be right. Got your name on it, doesn't it? Seems plenty right to me. Of course, you won't know till you open it, will you? No. Enough of this shit. No, I'm done. I'm finished with the riddles, the mind games. Whatever I did to get here, I've had enough. I want out. Do you understand me? Do you? Son, you still don't get it. It doesn't matter what you want. As for me, I got mail to deliver. Oh Mann. Post aus dem Waisenhaus. In Silent Hill 4 The Room waren wir in einem Waisenhaus. Frage im Kloster nach. Okay.
Nach was soll ich denn fragen? Was dich nicht umbringt, macht dich nur härter. Ich weiß, ja. Wobei das am Ende eine extreme Rutschpartie war, mal ganz ehrlich. Oh Mann. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz an. 60%, ne, ist noch im Rahmen einigermaßen. Können wir diesen Brief lesen, den er uns da gerade gegeben hat? Nicht wirklich. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Da, hier, da links müssen wir jetzt hin. Das heißt, umdrehen und rechts abbiegen. Ja, umdrehen, rechts abbiegen. Perspektiv Fail. Ja, das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Aber die Karte nochmal. Ach, die Karte. Quatsch. Oh. Okay, ich sehe. Was ist denn das? Ist ein Spiegel oder eine Pfanne? Ach, eine Pfanne. Jawohl, nimm die Pfanne mit, Mann. Das ist awesome. Nimm die Pfanne mit auf jeden Fall. Oh yeah. Nice. Verbandskasten, sehr gut. Den kann man gut gebrauchen. Ich habe ja auch einige verbraten im Kampf mit dem Bösen. Mit dem Ungewissen, sag ich jetzt mal, was auch immer es war. Und im Nahkampf mit diesen Bitches. Die haben ja auch ziemlich... Oh, die haben ja übel mitgespielt, Mann. Oh, ich kann hier rein. Okay, warum auch nicht? Wo sind wir gerade? Oh, im Kino. Warum eigentlich auch nicht? Schauen wir uns doch einfach mal im Kino um. Warum eigentlich auch nicht? Wie viele Pistolenkugeln haben wir eigentlich gerade? 18. Okay. Das ist also das wunderschöne Kino von Silent Hill. Wow. Sieht irgendwie aus wie der Apartmentkomplex, in dem wir die gestohlenen Gegenstände zurückgebracht haben. Gibt es irgendwas mit Schwarzlicht zu sehen? Nein, nicht wirklich. Hier sieht man wirklich... Ja, okay, wenn es wirklich extrem dunkel ist, ist die normale Taschenlampe halt doch die bessere. Der Lichtkegel ist halt auch um einiges kleiner. Ein Tod muss man sterben. Aufschließen. Ja, okay, ist zu. Dann werden wir wahrscheinlich doch nicht das Kino von Silent Hill erkunden, weil hier unten habe ich keine weitere Tür mehr gesehen. So, vielleicht irgendwo anders rein, hinten rein oder so. Das kann gut sein. Hier liegt irgendwas rum. Nö. Nö, auch sonst nichts wirklich Interessantes an Gegenständen hier. Geschweige denn Gegner oder irgendwas. Gut, okay. Gehen wir zurück auf die Straße, würde ich sagen. Also mal gucken. Also man kann doch dann in relativ viele Gebäude rein. Wahrscheinlich eben alle, die beschriftet sind, denke ich jetzt mal. Ich denke, die ganz normalen Wohnhäuser, die hier stehen, da wird man wahrscheinlich nicht in jedes einzelne rein können. Aber halt so bestimmte wie das Kino, weil das ist ja auch eingezeichnet auf der Karte. Da ist ein Stuhl. Nein, ich möchte nicht diesen Stuhl. Ich nehme Pfanne, das ist cool. Ja, oder hier ist... Ja, gut. Oder Centennial Building. Ja, da waren wir gerade erst drin. Das heißt, Polizeistation wahrscheinlich auch. Die Bank höchstwahrscheinlich. Könnten wir wahrscheinlich rein. Monkey Rock. Was auch immer das ist. Der Friedhof. Oh Gott, warte mal. Wir müssen jetzt... Okay, wir müssen jetzt... Dann auch über den Friedhof wahrscheinlich. Komm, gib mir doch den Stuhl mit Scheiß drauf. Wobei der ist... Nee, der ist blöd. Ich hätte am liebsten eine Axt oder so. Damit könnte ich mir ein bisschen umgehen. Aber ich hab da gesehen, wie miserabel ich mit dem Stuhl kämpfe. Ich würde im Wrestling-Ring wahrscheinlich keine 3 Minuten überlegen. Und dann hätte ich 23 Hurricanranas gekriegt. Und 12 Moonsaults direkt auf meine Eier. Ja, schmerzhaft, aber wahr. Was ist das hier? Ein Stock. Warum auch nicht? Ein Deku-Stock. Für Freunde von Zelda. Oh, 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 okay. Komm her! Na, nope. Komm schon. Komm mich zu. Oh, Mann. Ja, ja. Mit dem Stock kriegst du eins über. Also, ist es ein Rohr? Oder ist es ein Holz? Ne, ist es, glaube ich, ein Metallrohr sogar. Boah, wie wir es vollgeben. Jawoll! That, sir, was a good one. Können wir hier rein? Oh! Warte mal, das gehört zum Kino wahrscheinlich, oder? Oh ja, das gehört noch zum Kino. Warum auch nicht? Gehen wir doch einfach mal ins Kino. Schauen wir uns doch einfach mal das Kino an. Kann nicht schaden, ein paar Orte von Silent Hill zu erkunden, ein paar Plätze. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes da drin, waffenmäßig oder so, was uns weiterhelfen kann im Kampf mit diesen Viechern hier.
Das würde ich schon extrem gut finden. Das ist ja auf jeden Fall der Eingangsbereich vom Kino gewesen, wie es aussieht. Und das sieht genauso scheiße aus wie im Devil's Stop. Ne, wie ist es? Pit Stop, Devil's Stop. Keine Ahnung, in diesem, wo wir ganz am Anfang drin waren. In dem Diner. Ne, normal. Trotzdem sackdunkel, aber besser. Besser, definitiv. Punktierter, konzentrierterer Strahl. Härterer Strahl. Mächtiger, härter, männlicher und so weiter. Ihr wisst genau, wo es endet. Ich rede jetzt nicht weiter. Dancer oder Cancer? Das ist wirklich ein großer Unterschied. Dancer oder Cancer? Das ist auch eine interessante Frage. Okay. Ist ein bisschen... Haben wir hier was drin? Kohle oder so? Kippen? Irgendwas zu rauchen? Nope. Rein gar nichts. Ich möchte gerade einen Cupcake glitzern sehen. Unglaublich, dass alle Kassen in Silent Hill gleich aufgehen mit dem gleichen Trick. Alle haben das gleiche Problem. Also dieser Kassenhersteller, der diese Dinge gemacht hat in Silent Hill, dem würde ich keinen Auftrag mehr geben. Der hat immer so keine Ahnung von Geräten. Wenn alle den gleichen Scheißdefekt haben und durch den gleichen Trick geöffnet werden müssen. Okay. Kann ich auch dahinter steigen? Oh, da ist eine Jacke. Kann ich die anziehen? Sieht aus, als hätten sie einfach nur ein Foto von der Jacke hier reingehangen. Irgendwie, weiß nicht. Das sind noch mehr Jacken. Sind das die gleichen Jacken? Ihr verkauft Jacken oder ist es eure Garderobe? Oh, eine Filmrolle. Okay. Interessant. Das heißt, es gibt wahrscheinlich irgendwas zu gucken, habe ich recht? Gott, ich hätte so geschrien, wenn da gerade irgendeiner gestanden wäre mit dieser gleichen Jacke. Wo ich gerade nur im Augenwinkel gesehen habe, dass die Jacke hängt und ich mir gedacht habe, ja, ist halt die Jacke. Wenn sie sich bewegt hätte, Gottes Willen. Ich glaube, das hätte mich kalt erwischt, aber wirklich eiskalt. Was ist hier los? Irgendeiner mit explosivem Durchfall? Blöde Frage, wer in Silent Hill hat keinen explosiven Durchfall? Wie gesagt, das Chili muss extrem scharf sein in Silent Hill. Oh Gott, Chili ist so lecker. Oh mein Gott, jetzt habe ich Hunger. Ja, aber es ist, glaube ich, um 1.32 Uhr ein bisschen zu spät, um Chili zu machen. Schade. Einen anderen Mal vielleicht. Salz. Och, der Kondomautomat ist kaputt schon wieder. Okay. Da geht's dann wahrscheinlich weiter zu den Kinosälen. Oppa! Du verdammte Türmann! Aber warum steht im Klo und... der Schaukelstuhl? Stilvoll kacken, oder wie? Noch eine Filmrolle. Also irgendwas ist mit dem Kino auch falsch. Da geht's in den Vorführraum, wie es aussieht. Okay, dann wollen wir uns doch da mal langsam fortbewegen, ja. Das ist der Kinosaal hier. Oh Mann, was für eine Szene hier. Absolut krass. Sehr, sehr atmosphärische Beleuchtung, muss man sagen. Gänsehaut machende Beleuchtung, muss man ganz ehrlich sagen. Ach, da liegt was. Ich wollte gerade sagen, irgendwo zwischen diesen Reihen wird was liegen. Das war so klar. Das war so klar. Etwas rum? Nee. Okay, also da oben können wir dann wahrscheinlich die Filmrollen reinmachen. Aber ich gucke mich trotzdem erstmal im Saal noch um. Nicht, dass, keine Ahnung, die Filmrolle Feuer fängt, das Kino abbrennt und ich dann hier irgendwas Wichtiges vergessen habe, weil ich es davor nicht eingesammelt habe. Das wäre blöd, das möchte ich nicht. Okay, nein. Sieht relativ sauber aus hier. Wow, okay. Was zum Teufel? Hat das einen Sinn gemacht, dass wir reingegangen sind gerade eben? Irgendwie ja nicht so wirklich... Ach komm, mach mal ganz kurz das Licht an. Bisschen Fläche hier. Mit dem anderen siehst du ja sonst echt gar nichts.
Auf so kurze Entfernung. Also auf kurze Entfernung ist das definitiv die bessere Wahl. Auf lange Entfernung natürlich nicht. Ja, wir können noch stundenlang über das Licht diskutieren, auf jeden Fall. Hätte ich schon Bock drauf. Ne, also irgendwie... Ich muss sagen, ich finde hier gar nichts. Ich habe jetzt Filmrollen gefunden. Hier ist eine Tür, die ist auch versperrt. Das heißt, arg viel können wir ja gar nicht machen. Vielleicht muss ich mit den Filmrollen auch irgendwie in einen anderen Bereich vom Kino wieder gehen. Und dann die da irgendwo einlegen oder so, keine Ahnung. Ich muss vielleicht den Kommandoraum sozusagen finden. Wo man die Filmrollen einlegt. Ja, was Klo. Gut, okay, Leute. Machen wir hier einen kleinen Cut rein im Kino. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns nur ein bisschen weiter im Kino um, denke ich mal. Mich interessiert, was auf dem Film drauf ist. Ich denke, euch auch auf jeden Fall. Wir gucken, dass wir, ja, ich gehe mal ganz kurz für die Tür schon mal. Oh, hier kann ich auch nicht raus. Nein, ich komme nie wieder raus. Doch, hier komme ich raus. Habe ich geklickt. Ich hoffe, ansonsten ist mir die Konsole abgeschmiert. Keine Ahnung. Naja, wir gucken beim nächsten Mal... Ach du Scheiße, nein, ich habe wirklich nicht geklickt. Er stand nur zu nah an der Wand. Ja, so dunkel ist Silent Hill. Gucken, dass wir vielleicht irgendwie durch einen anderen Eingang ins Kino reinkommen und uns die Filme mal anschauen können oder sie zumindest mal mitnehmen und sie vielleicht irgendwo mal anschauen können. Bin auf jeden Fall gespannt, was drauf ist und ja, wie es weitergeht und dann auch im Kloster natürlich in weitere Sicht. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin. Haut rein.